Ja, was soll man sagen? Das Jahr 2023 nimmt sein Ende und dieser Weihnachtspulli wird demnächst die Mottenkiste wandern. Aber an dieser Stelle wollte ich mich einmal bei mehreren Personen, Gruppierungen, wie man es auch nennen möchte, bedanken für dieses doch sehr entspannte und nicht so schreckliche Jahr wie die Jahre zuvor. Corona hin oder her. Das Wort sagen wir auch nicht mehr. Na, das sagen wir nicht mehr. Als erstes einmal danke ich allen Mitspielern bei mir auf meinem Kanal, aber auch abseits und jenseits davon, dass ich so tolle Runden mit euch dieses Jahr starten und bespielen durfte, dass ich als Spieler aktiv werden durfte wieder einmal mehr und mich daran erfreuen kann und dass ich tolle und spannende Geschichten mit euch hier auf meinem Kanal machen konnte. Und da gehe ich dann direkt über, bedanke ich mich bei allen Abonnenten und aktiven Zuschauern der verschiedensten kleinen Projekte, die wir versuchen hier umzusetzen. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern, die bei Spotify unseren Podcast, ich wollte das Wort ist mir fast nicht eingefallen, diesen Podcast Kaffee und Klönschnack mit mir, Nuxel und Sabine, der Esel nennt sich natürlich immer zuerst, ist normal, hört jetzt im Dreigestirn ab nächstes Jahr dann wahrscheinlich für weitaus mehr Folgen zu haben. Und ja, danke für eure Unterstützung, eure positiven Kommentare, eure aber auch kritischen Meinungen, wenn ihr sie mal gesagt habt, und eure Teilnahme an all diesen Aktivitäten und Aktionen. 2024 steht vor der Tür und ich habe so manchen kleinen Dämon wieder in meinem Kopf, der sagt, bespiele mich, ich bin eine kreative Idee, nutze mich. Ja, und ich werde wahrscheinlich wieder einige sehr verrückte Ideen versuchen umzusetzen, werde euch aber auch von kleinen Rollenspielen und großen Rollenspielen vielleicht berichten, die mich persönlich interessieren und die ich als spielenswert und schön empfinde. Ihr wisst, auf meinem Kanal gibt es viel zu Game of Thrones, zu Witcher, hin und wieder aber auch zu anderen Sachen wie Dune, vielleicht auch mal ein bisschen mehr Cyberpunk und anderen kleinen Systemen, aber auch darüber hinaus. Es gibt auch Gaming, mal schauen, wie viel das nächstes Jahr wird, ob ich da die Zeit für noch finde. Denn 2024 wird vielleicht ein großes Jahr mit einigen Veränderungen im privaten Raum, auch was beruflich angeht. Ich bedanke mich erst einmal und danke allen in der Zukunft, die hier auf diesem Kanal eine kleine Weile geblieben sind und Geschichten gelauscht haben. Ich wünsche euch allen ein tolles Jahr 2024 und hoffe, dass wir uns im kommenden Jahr mit genauso viel Energie, vielleicht ein bisschen mehr, mit genauso viel Freude, vielleicht ein bisschen mehr und mit etwas mehr Kreativität und vielleicht da auch ein bisschen mehr wiedersehen werden. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Jahresübergang und wünsche euch alles Gute. Euer Flo.